Im The Walking Dead-Universum gibt es unendlich viele Charaktere, manche besser, manche schlechter. Und ich wurde schon oft in den Kommentaren gefragt, was denn so meine Lieblingscharaktere aus dem The Walking Dead-Universum sind. Also habe ich mich mal hingesetzt und mal eine Top-Liste bzw. Tier-Liste gemacht, welche dieser Charaktere ich auf welchem Platz ranken würde. Es sind natürlich nicht alle dabei, weil ich keine Liste gefunden habe, wo wirklich alle drin aufgeführt waren. Aber es sind so die wichtigsten, essentiellsten, würde ich mal sagen. Vor allem, ich denke mal so, bis Staffel 8, 9, so um den Dreh. Ja, und wenn euch interessiert, welche Charaktere ich von The Walking Dead wie ranke, dann bleibt doch gerne dran. Und deswegen heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, ich habe mir eine Tierliste erstellt mit den verschiedensten Rängen. Ihr seht sie wahrscheinlich jetzt irgendwo hier eingeblendet. Die Ränge gehen von größter Dreck über Ew, über ganz okay, gut, sehr gut, bis hin zu dem Gotttier. Und ja, ihr seht auch unten wahrscheinlich schon eingeblendet die kleinen Bildchen von den Leuten, die ich jetzt hier am Ranken bin. Ich habe ein paar da rausgenommen, so zum Beispiel Shiva und auch Hund, weil, sind wir mal ganz ehrlich, das sind Tiere. Und die müssten natürlich auf den God-Rank kommen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe so ein paar Charaktere, die mir auch im ersten Moment gar nichts gesagt haben, wo ich auch gar nichts zu sagen hatte, einfach mal außen vor gelassen. Und ich würde sagen, um das Video nicht länger zu machen, als es wahrscheinlich eh schon wird, fangen wir einfach mal an. Zunächst haben wir da Jadis. Ich finde Jadis eigentlich einen coolen Charakter. Ich sag mal, war in 4, finde ich, ein bisschen interessanter als im The Walking Dead der Mutterserie. Deswegen würde sie für mich auf den Platz ganz okay kommen. Sie hatte ihre Stärken, sie hat aber auch ihre Schwächen. Als nächstes wäre da der gute Bob. Und was soll ich sagen, ich setze ihn auf gut. Ich fand ihn ganz okay, also ganz okay, aber auf gut, lol. Ich fand ihn ganz gut. Er hatte interessante Geschichte, aber ich weiß nicht, es war so ein Charakter, wenn er nicht da gewesen wäre, ja, dann wäre er halt nicht da gewesen. Aber man muss sagen, er hatte schon eine coole Punchline, wo er dann von den Kannibalen das Bein abgenagt bekommen hat und sagt, ihr habt verrottendes Fleisch gegessen. War schon badass. Dann hätten wir da die gute Lilly, die Lebensabschnittsgefährtin vom guten Governor. Ja, was soll ich sagen? Die ist ganz okay. Also ist für mich ganz okay, weil ich fand, sie war nicht relevant für irgendwas irgendwie. Also weiß ich nicht. Ganz okay halt. Kommen wir zum guten Pete. Ja, der gute Pete. Ich bin ja sehr am Rewatchen und bin auch gerade so in der Zeit angekommen, wo Pete dann auch das erste Mal vorkommt. Was soll ich sagen? Ja, er ist der größte Dreck. Also der Typ ist wirklich Abfall schlechthin. Also abgesehen von seinem Charakter an sich. Der Charakter hat der Serie nichts Gutes getan. So, der Charakter war einfach da, war ein Arschloch und ja, das Arschloch wurde beseitigt. Und ich weiß nicht, er hatte halt nur Mist und deswegen für mich definitiv der größte Dreck und damit auch der erste Charakter auf der größten Dreckseite. Kommen wir zur wunderbaren Beth. Und ja, was soll ich sagen? Beth für mich auf sehr gut, definitiv. Nur auf sehr gut. Normalerweise würde ich sagen, ich würde sogar höher ranken, aber da sie halt nicht ewig dabei war und noch ein bisschen, wenn sie mehr dabei gewesen wäre, der Charakter sich noch mehr aufgebaut hätte, wäre schon geil gewesen. Kann ich auch gerne mal machen. Wenn ihr sehen wollt hier vielleicht, denn was wäre, wenn Beth am Leben gewesen wäre, könnte ich das gerne natürlich machen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es euch interessiert. Dann würde ich mich da mal ransetzen. Auf jeden Fall Beth, ein Charakter von mir, den ich absolut liebe. Deswegen auf jeden Fall auf sehr gut gerankt. Aber halt, es gibt leider Charaktere, das heißt leider, die halt wesentlich stärker sind als sie. Kommen wir nun zur Jackie und, ja, was soll ich sagen, also ein Charakter, der in der ersten Staffel eingeführt wurde, ein Charakter, der in der ersten Staffel direkt ausgeführt wurde, der kommt für mich, sie kommt für mich auf Ew, weil ich finde, sie hat halt nichts. Sie war einfach da. Ich mochte sie nicht und ich fand auch, muss ich sagen, auch wenn es irgendwie eine dramatische Szene war am Ende von Staffel 1, ich habe nicht verstanden, warum sie sich da mit Dr. Jenna in die Luft gehen lassen hat. Ich habe es nicht verstanden so. War irgendwie unnötig, deswegen, meh. Als nächstes hätten wir den guten Joe. Bis zum Recherchieren wusste ich nicht mal, dass er Joe heißt. Also ich wusste schon, aber ich habe es verdrängt. Der kommt für mich auch auf Ew, weil der, ich fand den halt auch irrelevant. Ich sag mal so, er hat, durch ihn haben wir den Badass Rick das erste Mal richtig gesehen, muss man sagen. Aber an für sich war es so ein schmuddeliger, dreckiger Charakter, der halt einfach nur, der war auch einfach nur da, um halt die Charakterentwicklung von allen weiterzubringen. Deswegen war der nichts Besonderes, finde ich. Eugene, ja, da komme ich zu einem Charakter, wo wahrscheinlich sehr viele jetzt sagen werden, what? Aber man muss sagen, Eugene hatte eine der krassesten Charakterentwicklungen über die Serie. Anfangs fand ich ihn auch absolut nervig. Der hat auch wirklich, ich habe wirklich lange gebraucht, um mit ihm warm zu werden. Aber vor allem gegen Ende der Serie, gegen die letzten zwei Staffeln, muss man einfach sagen, Eugene hat so eine gute Entwicklung durchgemacht. Der kommt bei mir fett auf sehr gut. Ich würde gerne noch mehr von ihm sehen, vor allem, weil er halt wirklich eine verdammt geile Charakterentwicklung hat. Muss man einfach sagen. Also da kann man auch keiner was anderes sagen. Eugene, der underratedste Charakter von Anfang bis Ende, sage ich mal, den es wahrscheinlich so geben wird. Kommen wir zum guten Tyrese. Der wird auch auf sehr gut gerankt, weil das ein Charakter war, den ich auch übelst gefeiert habe. Der ganze Arc mit ihm, wo er Mika und Lizzie quasi und Judith quasi
gerettet hat und mit denen unterwegs war, bis hin zu Terminus. Und auch danach war er einfach so ein starker Charakter und man hatte halt irgendwie, man hat sich, also der war sehr empathisch, der Charakter, muss man einfach sagen. Es war echt ein cooler Charakter und ich fand auch seinen Tod viel zu plötzlich, viel zu früh, und ich hätte ihn wesentlich länger, also gerne länger dabei gehabt, weil das wäre noch sehr interessant geworden mit Tai. Aber auf jeden Fall sehr gut, weil, ach ja, es gab halt viele Momente, wo er einfach wirklich badass cool drauf war und ist halt ein sympathischer Kerl gewesen. Ja, kommen wir jetzt mal zu einem Nebencharakter. Ich weiß auch gar nicht, warum der hier so wirklich aufgeführt wird, aber es ist Patrick. Ich wusste gar nicht, dass er so heißt. Auf Ew. Weil man muss einfach sagen, er war einfach da, um da zu sein. Er war ein übelster Simp in dem Moment. So hat Karl links liegen lassen, um dann mit den Mädels in die Lesestunde zu gehen. Vielleicht wollte er einfach nur lesen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, warum ich ihn nicht mag. Ja gut, er hat mehr oder weniger halt die Krankheit so ins Prison gelassen irgendwie. Also wirklich ausbrechen lassen, sage ich mal. Wirklich krass. War halt so ein bisschen kacki. Ich mag den Charakter. Er war unnötig einfach. Ich fand, er war unnötig. War auch einfach nur da, um halt den Plot voranzubringen. Dann kommen wir zum guten Jim. Ja, der kommt auf ganz okay. Hau nicht so wirklich viel zu dem zu sagen. Ist halt ganz okay gewesen. Ja, sein Tod war halt irgendwie schon ein bisschen, nenne ich es mal, dramatischer, emotionaler. Aber ja gut, am Ende, ja, er war ein bisschen weird, aber auch ein bisschen cool. Aber naja, nicht so der krasseste Charakter. Oh, und nun kommen wir zu Gregory. Ja, der ist definitiv der größte Dreck. Also auch wenn der Charakter an sich schon irgendwie cool war, in der Hinsicht, dass es halt so ein Arschloch war und irgendwie so ein Problem darstellte, ein menschliches Problem. Aber ja, der war einfach wirklich, also alles, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat, ich habe den Typen nicht gemocht. Ich konnte den nicht leiden. Dieses Hinterhältige und also wirklich größter Dreck, Gregory, ne, wirklich so ein hinterlistiges, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir nun zu Aaron und das ist auch ein, ich nenne es mal, besonderer Charakter für mich, weil zu Anfang fand ich den, also bis, ich glaube, so ungefähr Staffel 7, würde ich mal sagen, fand ich Aaron unfassbar dämlich und unnötig. Er war irgendwie nervig, aber irgendwie hatte der schon irgendwie schon von Anfang an was. Aber er war halt einfach noch so, so doof, es klingt, so ein bisschen Weichei unterwegs. Also klar, er war viel draußen und hat schon viel erfahren, aber er war trotzdem immer noch so zurückhaltender, weicher. Aber das hat sich so krass geändert, deswegen kommt er definitiv auf sehr gut. Aber er ist nicht, ich rank ihn nicht so gut wie Tai. Also ihr werdet jetzt sehen, ich mache die Liste auch quasi so ein bisschen. Also wenn quasi Tai auf sehr gut ganz vorne steht und Aaron jetzt dahinter, ist er halt ein bisschen schlechter gerankt. Aber ihr wisst, was ich meine, so wahrscheinlich. Aber Aaron, wie gesagt, zu Ende hin auf jeden Fall ein Badass-Charakter. Vor allem auch, wie gesagt, in den letzten Staffeln. Also spätestens, nachdem er seinen Arm, Hand verloren hat. Brutal geiler Charakter. Ja, jetzt kommen wir zur guten Olivia. Die rank ich auf Ew. Weil ich fand sie unnötig. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so aus dem Schläger wüsste ich nicht mal, was ihr wirklicher Plot war so in der Geschichte. Ich fand sie nervig und doof und unnötig. Keine Ahnung, sie war an manchen Ecken ein bisschen sympathisch und hatte auch ihre Momente. Aber ja, so an für sich fand ich sie eigentlich nervig und irgendwie langweilig vor allem. Kommen wir nun zum ersten richtig krassen Antagonist bzw. Antagonistin, und zwar Alpha. Ich rank sie auf gut, und zwar, weil ich beim Ranken gemerkt habe, okay, ich finde sie eigentlich schon einen krassen Schurken, aber es gibt halt viele krasse Schurken, die wesentlich besser sind. Deswegen rank ich sie auf gut. Aber auch sogar nicht so gut wie Bob. Also da hätte ich sogar Bob lieber als Alpha da gehabt. Weil Alpha vor allem, ich sag mal so, als reiner Bösewicht fand ich sie cool. Aber dieses, ich nenne es mal, mysterische, schon fast sektenmäßiges Verhalten von ihr, fand ich halt, war in der Serie schlecht rübergebracht. Also wenn man so eine Sekte richtig hätte reinbringen wollen, hätte man es besser machen können. So war Alpha irgendwie so, ja, war halt ganz gut, also war okay, war gut. Kommen wir nun zum guten Nicholas. Und holy shit, ich hab's gerade die Folge quasi, kurz bevor ich das Video aufnehme, war diese schlimmste Folge mit Nicholas. Ja, größter Dreck, der Typ, ich weiß nicht. Der hat nur Scheiße gebaut. Also von Anfang an, das war einfach ein Charakter, der aufgebaut war, um von Anfang an nur Scheiße zu bringen. Glenn hat ihm ja noch die Chancen gegeben und selbst die Chancen hat er einfach genommen und mit Scheiße beschmiert. Also wirklich, Nicholas, größter Dreck. Weg mit dir. Kommen wir zu guten Sascha. Und auch so ein Charakter, den ich anfangs irgendwie irrelevant fand. Mittlerweile auch ein bisschen mehr. Und vor allem ihr Abgang war halt schon gut. Deswegen rank ich sie auch auf gut. Und der gute Abram kommt als nächstes dran. Und bei ihm war es schon so, ich mochte ihn schon immer. Aber ich habe mich auch immer mehr mit ihm auseinandergesetzt. Auch so Trivia-Wissen über ihn. Und deswegen rank ich ihn auch auf sehr gut. Weil der Charakter so irgendwie schon krass war. Er war halt mit der stärkste Charakter bis zum Auftauchen von Negan. Also rein von der wirklichen körperlichen Stärke her. Und auch seine Art und Weise. Er war halt irgendwie, hatte immer ein loses Mundwerk und das passte halt einfach in die Welt von The Walking Dead. Allein sein Abgang war badass as fuck. Oh, sieh einer an. Der steckt ein wie ein Champion. Lutsch,
Und ja, also Abraham, auf jeden Fall finde ich ein underrateder Charakter. Deswegen kommt er bei mir definitiv auf sehr gut. Der gute Dr. Jenner. Ja, wir kennen ihn quasi 3 Folgen oder 2 Folgen. Deswegen rank ich den auf ganz okay. Also ich rank ihn so gut, weil ich es halt schön fand, direkt zum Anfang der Serie auch jemanden zu haben, der quasi das erklärt hat, schön erklärt hat und halt auch wirklich ein Charakter war, der wichtig für den weiteren Serienverlauf war. Er hat Rick gesagt, dass jeder infiziert ist, dass wenn du stirbst, egal wie, du bist infiziert und wirst dich verwandeln. Er hat allgemein uns erklärt, was es mit dem Zombie-Virus auf sich hat. Und ich sag's ganz ehrlich, ich fände es richtig geil, wenn er irgendwie doch noch am Leben gewesen wäre. Ich hätte es cool gefunden. Da hätten sehr viel spannende Dinge passieren können, sage ich mal. Und nun zum guten Carl. Anfangs, und da wird mir wahrscheinlich niemand widersprechen, anfangs habe ich diesen kleinen, nervigen Jungen gehasst wie die Pest. Er war einfach nur nervig und stressig und nervig. Aber Richtung Ende hin wurde er halt immer badassiger, immer erwachsener und immer halt krasser drauf. Und ich habe auch schon mal ein Video gemacht, wie die Geschichte halt ausgegangen wäre, wenn zum Beispiel Sophia am Leben gewesen wäre. Und da bin ich auch ein bisschen auf Carl eingegangen. Das Video könnt ihr gerne mal auschecken. Bin ich auf Carl eingegangen und er hätte einen richtig krassen Charakter abgeben können, denke ich, im Verlauf der Serie. Deswegen auf jeden Fall ranke ich ihn auf sehr gut, weil er sehr viel Potenzial auch gehabt hätte und halt, wie gesagt, auch über die Serie hinweg ein sehr interessanter Charakter geworden ist. Ja, als nächstes der gute T-Dog ranke ich auf gut, weil T-Dog wirklich ein Ehrenmann war, hatte viele coole Momente und ist auch leider viel zu früh und ich nenne es mal plötzlich abgetreten. Deswegen auf gut gerankt, hätte besser sein können, aber T-Dog ist schon ein cooler Charakter. Als nächstes hätten wir den guten Ezekiel. Ist für mich so ein Charakter, der cool, also ich ranke ihn auch sehr gut, weil es für mich ein interessanter Charakter ist. Vor allem, wie er noch wirklich seine Rolle als König gehabt hat, fand ich ihn wesentlich interessanter als im späteren Verlauf. Also anders als bei Eugene zum Beispiel, fand ich ihn anfangs besser und er hat abgebaut. Aber ich ranke ihn trotzdem bei sehr gut weit unten, weil er mir da doch irgendwie, manche Folgen mit Ezekiel waren einfach für mich so unnötig. Also ich sag mal, die paar Folgen aus der letzten Staffel von ihm waren Hammer. Die paar Action-Folgen, sag ich mal, die er hatte, waren unfassbar geil. Aber so, es gab so manche Folgen, die hat man dann gesehen und es war so für mich wie so, ach ja, ne Ezekiel-Folge. Gut, lehne ich mich mal zurück und schalte mal mein Gehirn ein bisschen ab. Deswegen, trotzdem war ein cooler Charakter, keine Frage. Axel, ein Charakter, der lustig war irgendwie, vor allem auch höflich. Im Gegensatz zu manchen anderen und deswegen ranke ich ihn auf ganz okay. Aber auch nur da auf ganz okay, weil er halt auch keine Zeit hatte, quasi sich aufzubauen. Also es war einfach nur so ein Nebencharakter. Aber trotzdem interessanter und ich hätte es auch cool gefunden, wenn er weiter dabei gewesen wäre. Wäre vielleicht auch interessant gewesen zwischen ihm und Carol. Kein schlechter, aber auch kein guter Charakter. Dann kommen wir zum guten Tobin. Und was soll ich sagen, ranke ich auch auf ganz okay. Ist so ein Charakter, der hatte so seine Momente, aber über die ganze Serie hinweg war es halt so ein bisschen, war so halt irgendwie so eine Nebenrolle, die, wenn man sie länger nicht gesehen hat, hat man es auch vergessen und es war auch irrelevant. Aber wenn er da war, war es schon immer ganz lustig und cool. Er hat auch immer mal so einen, weiß ich nicht, so wie so eine Art, also keine Ahnung, der hat irgendwas hatte der schon, aber halt, ja, war ein Nebencharakter. Der gute Milton, ja, ich rank ihn auf ganz okay, aber da auch einen als einen der schlechtesten, weil er hatte schon seine Badass-Momente, muss man sagen, aber an für sich war es halt auch, ja, es war irgendwie ein nerviger, lästiger Charakter. Vieles ist durch ihn wirklich absolut in die Hose gegangen. Er hätte schon viel früher, sag ich mal, sich durchsetzen können müssen, aber hat er nicht gemacht und, ja, war halt ein komischer Charakter. Die gute Diana, ja, rank ich auf weil sie, finde ich, halt die schlechteste Anführerin einer Community war und ja, ich fand auch, sie hat viele Dinge halt einfach gemacht, die scheiße waren. Und ihr Charakter hat auch ganz wenig Charakter Development, also es wurde wenig aufgebaut oder weitererzählt. Und ja, keine Ahnung, es war halt nichts Besonderes irgendwie, finde ich. Der gute Oscar ranke ich auf gut, weil ich ihn völlig underrated finde. Weil das wäre auch so ein Charakter gewesen, der, wenn er länger gelebt hätte, hätte so badassige Momente gehabt. Ich finde allein den Moment, wo er diesen, ich weiß gerade gar nicht seinen Namen, diesen anderen Gefängnistypen da umbringt und Daryl sich so mit seinen Messern so hinter ihm anschleicht und er die Waffe so Rick in die Hand drückt. Das war so ein cooler Moment und ich hätte gerne mehr von ihm gesehen. Also es wäre auch vielleicht eine gute Kombi mit Ty gewesen. Ich weiß nicht, die zwei hätten sich gewiss irgendwie, hätten schon was Cooles gemacht und hätten eine, ich sag mal, bessere Geschichte noch haben können, finde ich. Eric rank ich auf ganz okay. Ja, war für mich irrelevant. Also er hatte wenig irgendwie Screentime wirklich und an für sich war es halt so, er war da und dann war er halt nicht mehr da. Ja, ist halt so. Aber ist ganz okay, aber ist auch kein Charakter, wo ich sage, oh mein Gott, mein Lieblingscharakter. Und nun kommen wir zum OG himself, Daryl Dixon. Und ja,
was soll ich sagen? Natürlich kommt er auf den Gott hier. Also, was ist das für eine Frage? Daryl ist einer der heftigsten Charaktere. Er ist von Anfang an dabei, bis Ende ist er dabei. Und Daryl ist einfach nur cool. Also, keine Frage, es ist einfach der krasseste Badass Motherfucker in the AMC The Walking Dead Universe. Wirklich, ich liebe seinen Charakter rundherum. Seine Entwicklung über die ganze Serie ist geil. Seine emotionalen Momente sind geil. Seine Action-Momente sind geil. Rundum. Es gibt auch keine Folge mit Daryl, die ich so irgendwie schlecht finde. Selbst ich nenne es mal die Easy Street Folge, ne? Falls sich einige erinnern. Selbst die war halt, obwohl sie eigentlich aus Daryls Blick schlimm und langweilig war, war sie eigentlich trotzdem geil zu gucken. Also Daryl definitiv Gott hier und da wird auch immer drauf bleiben. Kommen wir zu Diane und ja, sie ist ganz okay. Sie ist cool. Irgendwie, wenn sie da ist, hat sie auch ihre Action-Momente und sie ist auch immer so ein Charakter, der im Hintergrund immer da war. Also in vielen Momenten. Also schon ganz cool. Also ist ein bisschen wenig Geschichte drumherum, aber so an für sich ein interessanter Nebencharakter, finde ich. Und kommen wir nun zu Vater Gabriel. Okay, das wird sehr interessant. Vielleicht habe ich auch eine sehr unpopular Opinion, aber anfangs fand ich ihn ganz schrecklich. Ich hätte mir gewünscht, dass er so schnell drauf geht wie möglich. Er war ein Verräter. Er hat Leute zum Sterben zurückgelassen. Er war komisch. Aber über die ganzen Serienverlauf hat er eine so krasse Charakterentwicklung. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ich rank ihn auf sehr gut, aber schon Tendenz eher Richtung God-Rank. Wirklich. Gabriel hat eine so krasse Entwicklung gemacht. Von diesem kleinen zurückhaltenden Arschloch zu einem richtig fucking Badass. Ich meine nur die eine Szene, was Staffel 11, wo auf dem Dach mit der Sniper ist und hier, ich habe den Namen von ihr vergessen, von Daryls Zwischenfreundin. Sie sagt so, funkt so ihren Typ an. Jensen, what the hell? Jensen! Nope. No Jensen here. Call me Gabriel. Oh mein Gott, wenn ich drüber nachdenke, so eine Gänsehaut, ich blende sie hier ein. So eine Gänsehautszene. Ich fand es so geil, sein kompletter Charakter, spätestens ab dem Moment, wo er auf dem einen Auge blind war, war er für mich mit einer der heftigsten Charaktere und ich hätte wesentlich, wesentlich lieber noch mehr von ihm gesehen. Also er hätte noch mehr Folgen haben können. Auch die, ich nenne es mal Single-Folge mit ihm und Aaron war, oh mein Gott, so krass, obwohl es einfach nur so eine stinknormale Filler-Folge war. Es war einfach so krass, wirklich. Also Gabriel, auf jeden Fall ein Charakter mit dem größten, also mit der größten Charakterentwicklung in ganz The Walking Dead, definitiv. Jesse! Rank ich auf, yo, ja, sie war scheiße. Im Prinzip alles, was sie gemacht hat, hat irgendwie dafür zugeführt, dass es schlechter unseren Charakteren ging, die wir lieben. Ich mochte sie nicht. Keith war ganz okay, war so ein Charakter, der war in manchen Folgen cool und auch sehr, sehr, hatte emotionale Momente und auch sehr viel Action. Aber an für sich war es so ein Charakter, den man auch ganz so, den man neben liegen lassen konnte und sagen konnte, ja gut, der ist halt da, aber ja, mehr braucht man auch nicht. Also ganz okay halt. Officer oder Deputy Dawn, größter Dreck. Also, abgesehen davon, dass sie Beth auf dem Gewissen hat, ihre Art, und ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch, ich verstehe ihre ganze Art über diesen Arc, wo Beth im Krankenhaus war, ich verstehe sie nicht. Sie ist eigentlich voll das Arschloch, aber macht trotzdem gute Sachen, die aber hinten raus doch Arschloch-Sachen sind. Also, wenn ihr wisst, wie Dawns Gehirn funktioniert und was der Hintergrund von Dawn so ist, also warum sie so ist, schreibt es bitte in die Kommentare, ich habe es nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wieso sie so ist, wie sie ist. Ich fand sie ganz schlimm. Morales, ja, das ist größter Dreck. Also, abgesehen davon, dass er in der ersten Staffel für mich auch absolut irrelevant war. Diese eine Folge, wo er da mal zurückkam und dann übelstes Arschloch raushängen lassen hat, habe ich nicht verstanden. Bin ich ehrlich, habe ich nicht verstanden, warum so scheiße. Größter Dreck hätte man nicht gebraucht, denn der Typ kann... Tschüss. Nee. Jetzt die gute Lydia. Ja, anfangs fand ich sie komisch und ein bisschen nervig, aber sie wurde auch immer cooler über die Folgen hinweg. Vor allem jetzt auch in den letzten Staffeln. Obwohl ich in der allerletzten Staffel finde, sie hat zu wenig, also zumindest in der letzten Hälfte der letzten Staffel, sie hatte zu wenig Screentime, sie hat irgendwie, keine Ahnung, sie hätte mehr haben können, obwohl sie halt natürlich in den Staffeln davor schon viel, viel da war. Aber ich rank sie auf gut, weil, ja, sie war schon ein cooler Charakter irgendwie in Richtung Ende auf jeden. Kommen wir nun zu Michonne und das ist wahrscheinlich auch eine sehr, also, unpopular Opinion, also stehe ich vielleicht sogar allein da. Ich rank sie nur auf sehr gut, aber auch relativ weit unten, weil Michonne ist schon cool und auch ihre, ich nenne es mal, Einzelfolgen haben schon irgendwas, aber am Ende finde ich sie dann doch ein bisschen, ich weiß nicht so,
Sie ist als Nebencharakter eingeführt worden, ist zu einem Hauptcharakter geworden, aber für mich war sie trotzdem weiterhin ein Nebencharakter. Sie hatte schon, wie gesagt, ihre coolen Momente, keine Frage, aber für mich war sie durchgehend ein Nebencharakter irgendwie. Ganz, ganz komisch, aber trotzdem natürlich cool, keine Frage, definitiv. Die gute Sophia rank ich auf gut, weil, finde ich halt, wie gesagt, in dem Video, was ich gemacht habe, sie hätte einen übelst krassen Charakter abgeben können, wenn sie länger gelebt hätte. Ich rank sie bei gut, aber weiter unten, weil sie halt auch nun mal sehr früh gestorben ist und wir halt nichts über sie wissen. Wir wissen, sie ist die Tochter von Carol und hier Ed. Sie ist jung, hat ein Kuscheltier oder eine Puppe und haut ab und ist nachher ein Zombie. Spoiler Alert. Aber ja, wir wissen halt nicht mehr über sie. So, das ist halt das Problem. Ich finde, sie ist ein cooler Charakter gewesen. Vor allem, wenn man weiß, sie hätte cooler werden können. Deswegen auf gut, aber weiter unten. So, kommen wir nun zu Laurie. Ich rank sie auf größten Dreck. Denn für mich ist Laurie der schlimmste Charakter in ganz The Walking Dead. Warum? Versuche ich jetzt schnell zusammenzufassen. Vielleicht mal schon mal ein eigenes Video dazu, wenn ihr es wollt. Laurie, auch wenn sie dachte, dass Rick tot ist, hat sich innerhalb von kürzester Zeit einen neuen gesucht mit Shane, wo sie auch sich so verhalten hat, als wäre das was vielleicht Ernstes, wo sie sagen können, okay, hier, du kannst auch auf Carl aufpassen. Dann kommt Rick wieder. Sie sagt Shane, nee, du bist uninteressant und alles, was wir hatten, ist nicht mehr. Aber ist zu Rick trotzdem irgendwie... Sie hat auch Rick beeinflusst. Es gibt so viele falsche Entscheidungen, die Rick getroffen hat, nur wegen Laurie. Und keine Ahnung, ich fand sie so schlimm und nervig. Und sie hat halt einen auf Großmaul gemacht, aber und das nur, weil sie die Frau von Rick war, der halt nun mal der Anführer war. Ich fand sie ganz schlimm. Das einzige Gute, was sie gebracht hat, ist Judith und ja, ich hasse Laurie. Sorry. Not sorry, ich hasse Laurie. Der Governor hingegen ist ein sehr gut gerankter Charakter, weil es mit der erste große, richtig krasse Endgegner war, der auch wirklich eine Geschichte hatte, der ein Ziel hatte, der aber auch voll einen Antrieb hatte. Und auch sein, ja, keine Ahnung, wie er geschrieben war, wie sein Aussehen war, sein Charakter war einfach badass, also unfassbar geiler Charakter, definitiv sehr gut und das auch schon sehr schön gerankt, sage ich mal. Der gute Martin ist größter Dreck, zu dem habe ich nichts zu sagen, ist einfach nur ich hasse ihn. Aber Laurie bleibt auf Platz 1. Luke war ganz okay, hatte seine Momente, aber ja, mehr hatte er halt auch nicht so. Es war ganz okay, kann man sagen. Maggie, die gute Maggie Green oder halt Ree, wie man es jetzt auch nennen möchte. Gott hier, definitiv Maggie. Wenn ich überlege, dass sie der Charakter war, der quasi auch als Nebencharakter eingeführt wurde, den man anfangs quasi nicht ernst nehmen wollte und sie sich quasi hochgearbeitet hat zu einem Hauptcharakter, der jetzt eine eigene Spin-off-Serie bekommt. Holy shit, Maggie hat in ihrer Charakterentwicklung so viele Twists durch, sie hat so viel durchgemacht, so viel Entwicklung, sie ist einfach nur fucking badass geworden und das ist einfach so geil. Ich liebe Maggies Charakter, wirklich. Maggie ist einer der, wie gesagt, definitiv Gott-Tier, keine Frage. Dann hätten wir noch den guten Henry, der ist ganz okay. Ich fand, es wurde zu viel für ihn gemacht, also es gab zu viel Wind um ihn. Ich fand den nicht so relevant irgendwie, keine Ahnung, es war so, weiß nicht. Er hatte sehr viel Screentime, er hat halt ein bisschen Carl ersetzt. Was ich verstehe, dass man da sich einen holt, der dann den ersetzt, aber boah, ich weiß nicht, war, ich mochte Henry nicht so sehr. Auch sein Ableben war so, oh, ist halt jetzt so, ne, mach's halt nichts. Aber trotzdem kein schlechter Charakter. Der nächste Charakter auf der Abschlussliste ist Ron. Und Ron ist der größte Dreck. Ich hasse ihn. Es ist so ein Arschloch-Charakter gewesen. Er ist so viel kaputt gemacht in der Serie, aber so viele Möglichkeiten neu eröffnet. Aber Laurie ist immer noch Platz 1 beim größten Dreck. Der gute Simon, die rechte Hand von Negan und ein sehr guter, beziehungsweise gut gerankt, also auf gut gerankter Charakter. Aber schon cool. Also der war schon badass und der hatte auch schon Negan-Potenzial, muss man sagen. Also Negan hätte, also er hätte auch gut Negan ersetzen können, obwohl Negan halt immer noch, kommen wir nachher zu. Aber Simon war schon ein cooler Charakter und sein Zombie-Design fand ich ganz cool, muss ich sagen. Als Zombie sah er irgendwie cooler aus als Mensch. Nun, die liebe Judith, auch auf gut gerankt. Problem hierbei ist nur, sie hat schon eine krasse Charakterentwicklung und sie ist ein fucking badass. Sie ist halt... Carl nur noch krasser, weil in der Zombie-Apokalypse direkt aufgewachsen, nicht so wie Carl noch ein normales Leben vorher hatte. Und auch ihre Charakterentwicklung zum Ende, dass sie sich da die Kugel einfängt, was sie dann irgendwie auch nochmal besonderer macht. Ich weiß nicht, das war schon ein epischer Moment. Aber nur auf gut, weil wir kennen sie halt sonst noch nicht so viel. Also wir wissen ja nicht, was aus ihr wird. Noch nicht, vielleicht kommt da ja noch was zu. Ich würd's echt hoffen, weil ich glaube, Judith könnte einen richtig kranken Charakter. Also sie könnte das werden, was Sophia hätte werden können. Amy rank ich auf Ew, weil fand sie nervig und unnötig und war zu viel Rumgeheule, auch mit Andrea und ich weiß nicht. Ich fand sie nicht gut. Beta, der gute Big Boy, rank ich auf sehr gut, aber weiter unten,
aber trotzdem auf sehr gut, weil Beta halt so für mich ein perfekter Gegenspieler für Abraham gewesen wäre. Die zwei wären so auf echt einem krassen Level gewesen. Aber da Beta auch, ich nenne es mal den Nemesis für Daryl spielt, auch der Kampf zwischen ihnen war episch und auch Betas, also ich bin auch sowieso der Fan von nicht diesen Anführercharakteren, sondern von diesen rechten Handcharakteren, von den Anführern. Finde ich immer wesentlich interessanter, weil die halt meistens nochmal also stärker sind irgendwie. So, der Anführer will sich die Hände nicht dreckig machen. Dann nehme ich lieber meine rechte Hand, die soll das erledigen. Und das ist halt Beta gewesen und auch sein Abgang. Ich fand's so cool. Ich fand's so cool, dieser Moment, wo Negan da ihn ruft. Auf diese Negan-Art und er dann aber komplett ausrastet. Ich muss sagen, ich fand sein Ende halt zwiegespalten. Es war sehr geil, aber ich fand es komisch, dass er dieses so extrem am Halluzinieren war. Das war ein bisschen zu abgespaced, aber passt auch zu dem Charakter, weil er halt schon sehr labil war und halt durch Alphas Ableben den Knacks komplett wegbekommen hat. Martinez rank ich auf, ich mag den Charakter nicht. Ist irgendwie ein Arschloch. Ich fand sein Ableben aber sehr traurig. Mit auch einer der brutalsten Tode, finde ich, in The Walking Dead, wie der Governor ihn tötet. Finde ich am traurigsten und am brutalsten irgendwie, aber trotzdem Charakter, nee, mag ich nicht so. Kelly ist gut, aber schon weiter unten, weil es gibt interessante Folgen mit ihr, aber an für sich... bin ich nicht so Fan von ihr. Der gute Ed, ja, das wird eine andere Frage. Er ist natürlich Gott hier. Nein, er ist der größte Dreck, aber immer noch. Laurie ist Platz 1, aber Ed ist der größte Dreck. Ich war so froh, wie er gestorben ist. Ich fand es so cool, wie er gestorben ist. So, einfach wie er es verdient hat, so dreckig liegen gelassen. War schon geil. Und nun, wir kommen zu Negan. Und ja, was soll ich sagen? Der größte Dreck. Nein, natürlich nicht Gott hier. Gott hier. Aber nicht der Beste. Also ich rank ihn weit unten bei Gott hier. Er hat auch mit die krasseste Charakterentwicklung durch. Keine Frage, wirklich komplett eine heftige Charakterentwicklung. Von einem ultra netten Kerl vor der oder während Ausbruch der Zombie-Akulisse zu dem größten Arschloch, was es gibt. Zu einem wirklich netten Typ, der so viel Reue zeigt und dem so viel Leid tut. Ich bin der festen Überzeugung, er wird auch in der Serie mit ihm und Maggie, wird er sterben. Aus einem Grund, er wird sich für Maggie oder für Herschel opfern, um halt einfach sein Gewissen reinzubekommen. Das ist eigentlich, für mich steht das schon sehr fest. Ich fände es auch geil, wenn er nochmal ein Wiedersehen mit Rick bekommen würde. Glaube ich nicht, dass das passieren wird, aber so einen Negan, der sich opfert, habe ich eigentlich sogar schon in Staffel 11 erwartet. Bin ich ganz ehrlich, weil Negan so ist ein epischer Charakter. Seine ganze Facetten, wie er ist am Anfang dieses sehr fluchende, späßelnde Arschloch und halt später wirklich dieser, immer noch fluchender, aber halt wesentlich tiefgründigerer Charakter. Denise setze ich auf ganz okay. Ja, und ich habe auch nicht wirklich viel zu ihr zu sagen. Sie ist ganz okay. Sie hatte ihre 2-3 coolen Momente, muss man einfach sagen. Aber ja, ist ganz okay. Shane, muss ich sagen, ist schon sehr gut. Nicht krass weit oben, schon eher so Mitte. Ich habe ein Video gemacht, was wäre, wenn Shane am Leben gewesen wäre. Schaut es euch gerne an, weil da gehe ich auch ein bisschen drauf ein, was ich an Shane so cool fand. Weil er hatte schon coole Potenziale für diese Serie, aber er ist halt sehr früh abgekratzt und ich fand auch ein bisschen sein, wo seine Psyche komplett den Knacks weggemacht hat, fand ich es ein bisschen lame, weil ich fand den Grund dafür nicht so krass. Ja gut, Rick hat dir halt mehr oder weniger deine Frau und dein Kind weggenommen. Gut, abgesehen davon, dass Laurie das Kind auf die Welt bringt, was offiziell von Shane ist, ja, Judith ist Shanes Kind. Immer noch für mich ganz schlimm zu realisieren. Aber ich fand es irgendwie komisch. Aber trotzdem Shane definitiv ein cooler Charakter, keine Frage. Gareth, was soll ich sagen? Ich rank ihn oft ganz gut, weil, was soll ich sagen? Das ist ein sehr guter Antagonist gewesen. Vor allem waren es auch die ersten Kannibalen, was ich sowieso sehr, sehr geil fand. Und er war schon nicht schlecht. Vor allem, weil er auch so wirklich fucking eiskalt war. Rank ich oft ganz gut. Es gab natürlich Werder ist bessere, keine Frage. Aber ich hätte auch, bin ich ehrlich, ich hätte auch ein bisschen gerne mehr von ihm gesehen. So. Wär interessant gewesen. Und kommen wir nun zu Andrea. Und was soll ich hier sagen? Größter Dreck. Aber Laurie ist immer noch Platz 1. Aber Andrea, weil der Grund, warum ich Andrea nicht mochte, sie war nur am Rumheulen. Nur. Durchgehend. Sie hatte keine Momente, wo sie irgendwie mal positive Ausstrahlung hatte oder so. Oder irgendwas Positives im Leben gesehen hat. Sie war immer am Rumweinen, am Rumheulen. Ob jetzt metaphorisch oder wirklich physisch am Heulen. Und sie war einfach lästig und sie hätte den Governor töten können und es wäre so schnell zu Ende gewesen und dann wäre alles gut gewesen. Aber nein, sie hat es nicht gemacht, weil sie eine feige Sau war und dann stirbt die und... Und dann wird sie gebissen und Andrea mochte ich gar nicht, wirklich. Und kommen wir nun zum guten Glenn. Und jetzt werde ich mir vielleicht sehr viele Feinde machen, weil es ist eine sehr, sehr unpopular Opinion. Also da bin ich wahrscheinlich der Einzige. Ich rank ihn nicht auf Gott. Ich rank ihn nur auf sehr gut. Ich habe auch keine wirkliche Erklärung dafür, aber ich setze ihn nicht auf eine Stufe mit Maggie und Daryl und Negan. Der ist cool gewesen, aber ich hatte auch viele Momente, wo ich dachte, Glenn, warum handelst du so dumm?
Warum bist du so dumm? Warum hast du dich jetzt so verhalten? Glenn aus Staffel 1 fand ich krass lustig und cool. Auch jetzt zu der Glenn in Staffel 6 war halt schon dieser Badass Glenn. Fand ich auch sehr geil. Und Staffel 5. Aber es gab halt viele Momente, wo ich dachte, nee, Glenn, warum? Nee, sei doch nicht so doof. Deswegen ist er nur auf sehr gut. Ja, wie gesagt, bitte ermordet mich nicht deswegen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich mit der Meinung, bin ich sehr, sehr alleine, könnte ich mir vorstellen. Beim nächsten Charakter bin ich da wahrscheinlich aber nicht mit der Meinung so allein. Nämlich der gute Spencer. Den rank ich auf. Ew. Ja, es ist ein Arschloch. Keine Ahnung, irgendwie, ich mag ihn nicht. Also selbst diese Dinge, die er quasi gut machen will, macht er scheiße. Und am Ende des Tages ist und bleibt er ein Arschloch und Negan sagt in seinen letzten Worten zu ihm wirklich genau das, was halt so der Fall ist. Ja, deswegen, nee. Geh weg, Spencer. Nun zum guten Herschel. Das gute Herz, die gute Seele der Serie. Ein definitives sehr gut. Wirklich ein, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Herschel ist halt Herschel. Sehr guter Charakter, einfach geil. Hat so viel Herzblut, Liebe und vor allem auch positive Vibes in die Serie gesteckt. I love him, really. Also Herschel, rest in peace, my man. Coolster Charakter, also definitiv einer der coolsten Charaktere. So. Vor allem, ich nenne es mal Nebencharaktere. Alden ist gut. Ja, wesentlich mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Es ist okay, irgendwie. Aber irgendwie, also er wird zum Ende der Serie wesentlich cooler als am Anfang. Also, aber gut, ist okay. Die gute Terra rank ich auf gut, aber weit unten, weil ich finde ihren Charakter schon cool. Auch, aber ihre Charakterentwicklung war auch so holprig und irgendwie, sie hatte coole Momente. Sie war auch schon badass. Diese eine Szene, wo Rick zu ihr so sagt, ja, warum opferst du denn, riskierst du dein Leben schon wieder für sie? Terra, du bist für diese Leute schon mal fast gestorben. Was? Was zur Hölle sollte das? Badass-Szene, wirklich cool, aber ja. Ja, Terra ist ganz okay, ist gut. Der gute Jerry, den würde ich auf sehr gut positionieren, aber eher so im Mittelfeld. Denn Jerry fand ich schon einen coolen Charakter. Vor allem, weil er auch wirklich sich immer aufopfert für andere. Und es so viele Momente gab, in denen man dachte, Jerry stirbt jetzt. Und das waren die Momente, wo ich sage, nein, nicht Jerry, bitte nicht, alle, aber nicht Jerry. Und ja, keine Ahnung. Er ist halt schon cool und auch gegen Ende der Serie hat er seine Höhepunkte, sage ich mal auf jeden Fall. Definitiv sehr gut. Yumiko ist ganz okay. Ich fand sie als Nebencharakter, wo sie eingeführt war, wesentlich interessanter als Hauptcharakter in Staffel 11. Ich weiß nicht warum, ist aber so, ich fand sie irgendwie, ja, weiß ich nicht, ganz okay. Die gute Sherry, ganz okay. Aber im Mittelfeld, ich weiß nicht, was ich zu ihr sagen soll. Also ich, ja, keine Ahnung. Ich finde die Geschichte mit ihr und Dwight irgendwie ganz cool, irgendwie interessant. Aber ja, ist halt kein großartiger, heftiger Charakter. Der gute Sam, ähnlich wie sein Bruder. Größter Dreck. Ich hasse den kleinen Typen. Er war nur nervig. Ich verstehe voll, warum Carol ihn so behandelt hat, wie sie ihn behandelt hat. Ein kleines Arschloch. Aber Laurie ist immer noch Platz 1 beim größten Dreck. Merle, ein sehr guter Charakter. Leider wenig Zeit, um sich wirklich weiter aufzubauen. Und ich sag's gerne immer wieder, auch viele in den Kommentaren haben das geschrieben. Hätte Merle mehr Zeit gehabt, quasi sich wieder in die Gruppe einzubinden, wäre es schon krass geworden. Dafür mache ich eventuell auch mal ein extra Video, was gewesen wäre, wenn Merle nicht auf dem Dach hängen geblieben wäre. Oh, wow, das war. Hätte sich asozialer an, als ich es eigentlich wollte, egal. Weil Merle schon ein cooler Badass-Charakter gewesen ist. Die gute Rosita Espinosa. Bei ihr war es ähnlich. Sie ist sehr gut gerankt, ähnlich wie Gabriel, vor allem die beiden in Kombi. Und sie ist auch wirklich auch knapp vor Gott-Tier, muss ich sagen. Vor allem gegen Ende der Serie. Anfangs fand ich sie oftmals ein bisschen nervig. Aber gegen Ende der Serie, sie wurde mit jeder Folge einfach nur krasser. Und auch ihr Ende ist einfach heftig episch gewesen. Also ich muss sagen, einer der Charaktere, bei denen ich manche emotionalen Momente wirklich am meisten mitgefühlt habe irgendwie. Also definitiv sehr gut, kurz vor Gott-Tier, würde ich sagen. Die gute Magna. Gut, aber im Mittelfeld. Ich fand sie anfangs ganz cool. Sie hatte da schon sehr viele coole Momente. Aber gegen Ende, vor allem in der letzten Staffel, weiß ich nicht, fand ich sie ein bisschen nervig, finde ich. Dann hätten wir noch einen Dale. Rank ich auf sehr gut, aber weit unten. Dale war vor Herschel halt so dieses gute Gewissen, das Gewissen der Gruppe. Und auch sein Tod war schon sehr emotional und ich fand auch einfach unnötig. Also Dale hätte ich echt gern länger dabei gehabt. Aber vielleicht sollte man nur einen sehr, sehr alten Menschen in der Gruppe haben. Vielleicht lag es daran. Aber Dale, definitiv einer meiner Lieblingscharaktere, sehr weit oben gerankt. Der gute Dwight, rank ich auf gut, auch im Mittelfeld, weil Dwight, ich fand seine Charakterentwicklung ein bisschen komisch. Also,
ich weiß es nicht so. Wo man ihn das erste Mal sieht, die Folge habe ich auch gerade erst so hinter mir. Ich verstehe nicht, wieso er sich so verhält, wie er sich verhält. Dann verstehe ich auch nicht, wieso er nachher so ein extremes Arschloch wird. Er hätte so viel Potenzial gehabt. Ich meine mal, Fear the Walking Dead war er ja auch dabei. Die Folgen habe ich gerade absolut nicht mehr im Gedächtnis. Ich weiß nicht, wie er da so war, aber in der Originalserie war er gut. Aber halt, ich weiß nicht. Ich mochte manche Momente mit ihm, manche Momente habe ich gehasst. Kommen wir nun zu Rick. Ich glaube, ich muss es nicht sagen. Er kommt natürlich auch auf Gott. Also ist definitiv auch God-Ranked. Es ist der OG-Motherfucker, das Gesicht der Serie quasi himself. Ich muss nicht sagen, was ich an ihm so krass geil finde. Es gab natürlich auch Momente, wo ich gedacht habe, ach, Rick sei jetzt nicht so nervig drauf. Aber im Hauptteil der Serie war einfach nur ein krasser, heftiger Charakter. Seine Entwicklung auch in der Serie einfach heftig. Und ich freue mich so hart darüber, dass er wirklich noch am Leben ist. Und dass wir ihn gesehen haben und dass wir ihn noch weiter sehen werden. Es kann nur geil werden, weil es wurde ja schon angekündigt oder es wird vermutet, dass der Rick, den wir in der Rick und Michonne Spin-Off-Serie bekommen, mäßig der Rick aus Staffel 5 ist. Dieser Badass Hau drauf Rick und nicht dieser, ich nenne es mal, Familienvater Rick. Gavin ist ganz okay, aber ich wüsste auch nicht, was ich sonst zu ihm so sagen sollte. Ist ganz okay, war ganz okay. Richard fand ich einen guten Charakter irgendwie, war ein interessanter Charakter. Aber halt auch jetzt nicht so krass, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ist der beste Charakter der Serie. Und er war gut. Kann man so stehen lassen. Enid. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt. Ich finde, sie ist unterschätzt AF as fuck. Enid hätte ich so gerne länger gehabt und auch mit mehr Charakterentwicklung, weil ich finde, sie hatte so viel Potenzial einfach. Ähnlich wie Sophia, einen Badass Motherfucker Hau drauf Charakter zu werden. Ich fand auch die Beziehung so zu Carl und allgemein ihre Vorgeschichte fand ich auch so interessant und ich hätte gerne mehr von Enid gesehen und ich fand es auch echt scheiße, dass die da zum Grenzenmarkierung benutzt wurde. Ich fand es echt scheiße, aber ja. Enid finde ich auf jeden Fall sehr gut gerankt, also ist auf sehr gut bei mir. Wie gesagt, ich hätte lieben gerne mehr von ihr gesehen, auf jeden Fall ein underrateder Charakter. Lizzie, schau auf die Blumen, schau zu den Blumen. Und die Blumen stehen im größten Dreck, aber nicht so schlimm wie Lori. Ja, Lizzie, was soll ich sagen, ich habe Lizzie gehasst. Es war Psycho-Kindercharakter, es war furchtbar, ich habe sie gehasst. Und sie tötet einfach ihre Schwester, ich habe es gehasst. Ich habe Lizzie gehasst, wirklich ganz weirder Charakter. So viel Scheiße haben wir ihr zu verdanken. Ich habe sie gehasst. Jesus hingegen rank ich auf sehr gut, weil es ein cooler Charakter war. Ich fand auch sein Ableben absolut unnötig. Ich bin ganz ehrlich, jeder andere hätte sterben können, nur nicht Jesus. Seine Art war cool, wie er eingeführt war, war unfassbar geil. Ich liebe diese Folge. Und allgemein drumherum, Jesus war ein geiler Charakter, keine Frage. Definitiv ein heftig cooler Charakter und vor allem auch so jemand, der halt auch sehr, nicht nur kämpferisch was drauf hatte, sondern auch wirklich menschlich, emotional sehr viel die Leute quasi angesprochen hat. Sadiq rank ich auf gut, weil ich ihn erst so gar nicht wirklich relativ auf dem Schirm hatte. Und also sein Ende war schon krasser, aber ich weiß nicht, also Sadiq war so ein Charakter, den kann man machen, aber war irgendwie am Ende dann doch ein bisschen. Es gab bessere Charaktere, sage ich so. Nun, die gute Carol Pelletier, natürlich rank ich sie auf Gott, keine Frage. Carol ist der Charakter in der Serie, der die krasseste Charakterentwicklung hat. Kein anderer hat so eine krasse Charakterentwicklung wie Carol. Es gibt viele Staffeln oder viele Folgen, wo ich absolut genervt von ihr war, aber dann kamen so Badass-Momente raus und Carol ist einfach unfassbar starker Charakter. Vor allem, weil sie auch so vielschichtig war und sich einfach perfekt den Situationen immer angepasst hat. Carol wirklich Gott, Tier, auf jeden Fall. Morgan packe ich sehr gut ins Mittelfeld, denn Morgan fand ich zu Anfang einen interessanten Charakter. Ich fand ihn ein bisschen interessanter, wo er einen psychischen Knacks weg hatte, wo er dann, ich sag mal, normal wieder wurde. War auch noch cool. Ich fand seine Art, hier mit dem Stock zu kämpfen, fand ich auch immer sehr interessant. Und er war auch für viele, sag ich mal, da so ein Retter in Not, nenne ich es mal. Aber er hat auch seine Schwierigkeiten. Ich finde zum Beispiel, dass in 4 ist er definitiv besser, vor allem jetzt in den letzten Staffeln. 4 ist er wirklich besser drauf. Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, er hätte niemals eine eigene Serie tragen können. In einer Staffel hat er es auch nicht geschafft, in der nächsten Staffel hat er es dann gerettet. Aber ist aber schon ein cooler Charakter, kann man nicht sagen. Der gute Owen. Ja, ist nervig. Ich fand die Wolves an sich sehr, sehr nervig. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe nicht verstanden, was ihr Problem war. Wirklich nicht. Sie haben ja immer von den Regeln, von diesem Spiel geredet. Ich habe es aber nicht verstanden, weil es nie so vernünftig, finde ich, erklärt wurde. Da hätte ich sogar eine Folge aus Owens Sicht, da hätte ich übel gefeiert. So, wie das genau passiert ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht.
Oh, ne. Die gute Conny ranke ich auf gut. Ja, Conny ist cool. Kann man nicht so weniger zu sagen. Eine Sander-Charakter hat auch sehr viele interessante Folgen und auch eine der creepigsten Folgen in der ganzen Serie, wirklich. Also kann mir jeder sagen, was er will. Diese Folge, ich weiß nicht, welche genau es war. Heftigste, gruseligste Folge in ganz The Walking Dead. Mika pack ich auf ganz okay im Mittelfeld. Ist besser als Lizzie, weil Mika halt in der Welt überlebt hätte. Und eigentlich war es ja anfangs Lizzie, die eher da so Hauf drauf war. Aber Mika hat sich so entwickelt in gefühlt 3 Folgen. Und ja, dann wird die so von ihrer Schwester getötet. Aber Mika war cool. Kommen wir noch zu Noah. Den packe ich ins Mittelfeld auf gut. Denn ich muss sagen, ich müsste ihn sogar fast noch tiefer ranken, weil er mehr oder weniger eigentlich zum Teil für Beths Tod verantwortlich war, irgendwie weit hergeholt, aber vor allem für Tyrese Tod, weil ohne ihn wären sie nicht da zu diesem sicheren Ort gefahren und Ty wäre niemals gebissen worden und ja, halt, er war im Krankenhaus und Beth wollte ihn befreien und deswegen kam es halt zu der Situation und aber an sich, weiß ich nicht, ich fand den Charakter nicht so krass, so, er hätte krasser werden können, sag ich mal so. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den sogenannten Käsemacker, a.k.a. Eastman. Ein Charakter, den ich absolut nicht auf dem Schirm hatte, bis die Folge wieder kam. Und zwar ist das ja der Typ, der Morgan quasi wieder normal gemacht hat. Und den rank ich auf sehr gut. Und das, obwohl er nur in einer Folge vorkommt. Weil er hat in einer Folge so viel Charakter gezeigt und ist so, der Charakter wurde so perfekt ausgeleuchtet. Also wirklich Hammer. Ich fand den Typen cool. Krass, der war einfach, für eine Folge war das ein heftiger Charakter, wirklich. Und ich bin ganz ehrlich, so am Ende der Liste, wenn ich es mir so angucke, ich packe Gabriel doch auf Gott-Tier. Definitiv, weil er für mich wirklich mit der krasseste Charakter in The Walking Dead geworden ist. Wie gesagt, es gibt 3, 4 Szenen, wo ich jedes Mal Gänsehaut bekomme und denke mir so, das ist der Gabriel, der früher Leute in seine Kirche nicht reingelassen hat und sterben lassen hat. Holy shit. Rosita lasse ich auf sehr gut, aber Rosita ist auch schon sehr, sehr weit Richtung Gott-Tier, muss ich sagen. Weil diese beiden Charaktere halt auch einfach wirklich durch Entwicklung dieses Tierlevel erreicht haben. Alle anderen waren gefühlt schon immer da. Aber ja, deswegen Gabe packe ich auch drauf, aber packe ich weiter hinten hin, weil er gerade so Gott-Tier geworden ist. Und ja, das war's mit meinem Character-Rank und das Video ist wahrscheinlich ellenlang geworden. Ich hoffe natürlich trotzdem, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt es gesehen und bis zum Ende geguckt, wenn ihr immer noch dran seid. Liebend gern, schreibt doch mal eure, einfach um es euch zu erleichtern, schreibt eure Top 5 Charaktere doch gerne mal in die Kommentare. Seid Teil des Videos und schreibt mir das gerne in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. So ein ähnliches Video werde ich auch noch machen zu den Staffeln von The Walking Dead. Da werde ich mal die Staffeln ranken, welche ich am besten fand. Wurde sich auch oft in den Kommentaren gewünscht. Aber ich möchte jetzt nicht so weiter rumlabern, noch unnötig, weil das Video schon sehr, sehr lang geworden ist. Wenn euch das Video aber gefallen hat und ihr die anderen Videos vielleicht auch mal auschecken wollt, schaut gerne beim Kanal vorbei und lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video dann wieder auf der gleichen Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.